Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Einer von meinem Team hat mich gerade angerufen. Da dachte ich, jetzt muss ich da sofort eine Nachricht dazu machen, weil ich finde es so lustig eigentlich schon. Die Menschen denken ja immer, wir wollen uns alle groß verändern. Alle sollen sich verändern, aber nur man selber nicht. Was will ich damit sagen? Die seit Jahren mich verfolgen und wir sind eine Familiengemeinschaft, da ist man auch tolerant und sagt, okay, der hat Stärken, der hat Schwächen, so wie in der Partnerschaft auch. Und jetzt haben wir mal ein Experiment heute startet, deswegen mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja sonst reißerische Überschriften. Da geht es letztendlich darum, dass unsere Devise einfach die ist, ich bezeichne es immer so, stellt euch vor, ihr habt einen kleinen, normalen See und das ist der Bereich, in dem wir uns aufhalten, sag ich mal, mit Interessenten, mit Leuten, die ähnlich ticken wie wir, wo wir in Resonanz sind. Wir denken aber, das ist die Welt. Ist aber nicht die Welt, weil die Welt ist viel größer. Da gibt es viel größere Seen, gibt es Meere und so weiter. Also auf gut Deutsch ist die breite Masse. Und die breite Masse wollen wir aber auch erreichen. Also muss ich mit grellen Überschriften kommen, dass dann vielleicht doch ein paar Leute sich auf dem See verlaufen, weil wir machen nichts weiter, das haben wir analysiert schon seit Jahren, als auf diesem See mit einem Paddelboot unterwegs zu sein und uns selbst zu beweihräuchern. So, was hat mit heute zu tun? Heute haben wir die Überschrift, haben aus meiner Sicht ein mega Video gedreht. Wir sind extra in den tiefen magischen Wald, wo ich immer bin. Also mehr geht nicht. Also sagen, okay, wir sind in dem Wald, wo ich meine Inspiration habe, meine Meditation mache, wo wir die Energie weitergeben, jeden Abend 21 Uhr. Und nennen das Video letztendlich die geheime Kraft der Natur. Und mein Team sagte mir gerade, die schlechteste Aufrufzahl aller Zeiten, die wir gerade haben. Daran erkenne ich, die Leute wollen weiterhin Bad News. Die wollen keine Good News haben. Die wollen die nicht haben. So, das heißt also, natürlich haben wir auch bei anderen Headlines, sag ich jetzt mal, reißerischer kommt der Dritte Weltkrieg, aber die Botschaft ist immer göttlich und spirituell. Und deswegen sage ich, jeder sollte sich mal an seine eigene Nase fassen und sich mal überlegen, wie weit wir schon, ich sage jetzt mal, abgestumpft sind. Und da brauchen wir uns nicht wundern, dass der Mainstream genau damit spielt, genau damit. Keiner liest die Bild-Zeitung, ist aber das auflagenstärkste Blatt. Wir kennen ja den Spruch, zuerst sprach die Bild-Zeitung mit dem Toten. So. Und trotzdem machen sie es immer weiter. Also ich fand es total interessant. Und die waren der Meinung, Heiko, wollen wir lieber eine andere Überschrift nehmen? Sagen, nee, lassen wir es stehen. Nein, wir stehen dazu. Wir lassen das stehen. Und ich wollte nur mal loswerden, dass wir mal darüber nachdenken sollten, wie wir eigentlich aufs Negative teilweise gepolt sind. Wir erwarten aber, dass wir ein schönes, harmonisches, liebevolles Leben führen. Das wird niemals funktionieren, wenn wir nur auf negative Sachen gepolt sind. Deswegen 21 Uhr heute, 5 Minuten Meditation. Kann die wichtigste Zeit im Leben sein. Freue mich auf euch. Bis nachher.